Der ASV Krün-Wettersbach mit dem Rückenwind der Pokalsensation gegen Düsseldorf angereist nach Bergneustadt. Und es sollte ein spannender, ein langer Nachmittag werden. Benedikt Duda zunächst gegen Dang Xu. Da war Duda zunächst klar am Drücker, führte 2:0 Sätze. Dann kam Dang aber besser auf. Hatte ja auch schon gegen Düsseldorf eine gute Leistung abgeliefert. Holte sich den dritten Satz, aber im vierten dann. Da war Duda wieder deutlich vorne. Und beendet dieses Match mit dieser Wahnsinnsrückhand. Mega Übersicht. Wir gucken nochmal die Wiederholung an. Super gespielt von Benedikt Duda hier. Dieser Rückhandball und damit die 1:0 Führung für die Hausherren vom TTC Schwalbeberg Neustadt. Dann Paul Drinkhall gegen Ricardo Walter. Ja, und Rick Walter hatte ja am Freitag noch Timo Boll besiegt. Also entsprechend gut drauf, gar keine Frage. Das zeigte er auch hier in diesem Spiel, in dem es über 5 Sätze ging. Also enge Kiste, aber dann hatte eben Ricardo Walter 4 Matchbälle und die Chance für Krün-Wettersbach wieder auszugleichen. Das gelang auch zur Pause, also 1:1 der Spielstand. Wichtige Partie jetzt an 3. Robles gegen Gnana Sekaran. Und der Inder hier, mit ein bisschen Pech, da wehrt Robles ab. Und dann fällt die Kugel genau auf die Kante. Das trotzdem nutzt am Ende nichts, denn Gnana Sekaran jetzt auf einer Erfolgswelle unterwegs seit dem Spiel gegen Düsseldorf. Macht auch hier den Sack zu und besorgt die Führung wiederum für die Gäste. Benedikt Duda also gegen Ricardo Walter stark unter Druck. Die beiden schenken sich nichts, kennen sich ja bestens aus den Nationalmannschaftslehrgängen. Benedikt Duda aber in diesem Match zumindest mit dem besseren Händchen und dem Ausgleich 3:0 dieser Erfolg hier von ihm. Und das heißt, es ging wieder mal ins Doppel und es macht uns einfach Spaß dazu zu schauen. Schöne Ballwechsel hier, Bergneustadt mit dem Punkt hier. Das macht einfach wirklich Freude, dieses Entscheidungsdoppel. Und ja, die Entscheidung kam dann durch einen Fehlaufschlag. Am Ende gewinnt hier Bergneustadt diesen Krimi mit 3:2 gegen den ASV Krün-Wettersbach. Und wir hören uns die Stimmen zum Spiel an. Also ich denke auf jeden Fall, der Pokalerfolg war eine Riesensensation und ja, für uns ein super Erlebnis. Das war eine sehr, sehr ausgeglichene Mannschaft. Jeder Spieler kann auf jeder Position spielen. Und es zeigt einfach, wie ausgeglichen die Liga ist.